Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 19. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie übernommen, vieles auch von chinesischen Astrologie. Das ist eine Mischung. Und sie berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Sie berücksichtigen auch, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und ein platonischen Monat etwa 2.000 Jahre. Und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Das, was die Mayas auch berechnet haben, das hat Jahr 2012 nach Maya-Kalender begonnen. Vorher waren wir noch in die Fischenzeitalter. Also es ist eine andere Berechnung und aus diesem Grund kommt auch eine andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen und das eignet sich immer dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Aber immer berücksichtigen, dass ein Halbmondtag, also immer wenn Halbmond ist, ist nicht gut für einen Neuanfang, weil das werft immer alles eher zurück. Ich habe die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo kosmische Energie fließt. So ist es viel übersichtlicher, als wenn ich alle 12 Tierkreiszeichen hier ausgelegt hätte. Es gibt hier die 4 Grundelemente. Das entspricht zwar nicht der tibetischen Astrologie, weil die tibetischen Astrologen haben die 5 Elemente, genauso wie in chinesischen Astrologie auch. Aber diese 4 Grundelementen, das kennen wir von westlichen oder auch von indischen Astrologie und das entspricht auch unserer Natur. Und das sind die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Heute fließt überall Energie und das sorgt dafür, dass eine gewisse Ausgewogenheit herrscht. Ich starte hier in Tierkreiszeichen wieder. Wieder symbolisiert Neuanfang oder ein Neubeginn oder begeistert zu sein von Neuigkeiten. Wieder zeigt auch Kraft und Mut. Hier bewegt sich Venus und Uranus. Venus ist schneller als Uranus und entfernt sich langsam von, beziehungsweise ziemlich schnell, könnte man eher behaupten. Also Venus durch diese schnellere Bewegung entfernt sich immer mehr von Uranus. Aber sie wirken noch zusammen und das löst aus, dass hier unerwartete Ereignisse kommen oder ungewöhnliche Begegnungen. Und das erleben wir Frauen, diese Überraschungen, oder erleben wir auch etwas Neuigkeiten oder eine Überraschung oder unerwartete Ereignisse oder Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft. Und das kann natürlich auch die Männer treffen. Also hier Uranus sorgt dafür, dass hier Veränderungen gibt uns mit Venus Energie. Ist das Thema Liebe, Partnerschaft. Natürlich kann auch bedeuten Kunst oder Kreativität. Oder wenn das um Harmonie geht, dann kann auch etwas störend, eine störende Energie da sein, was uns gerade aus dem Ruhe bringt. Schütze gehört auch zum Feuerelement.
Hier bewegt sich Saturn und Pluto, beide sind rückläufig. Das heißt, etwas gebremst ist, gerade wenn das um schicksalhafte Veränderungen geht oder wenn das um Lernaufgabe handelt. Und das ist oft der Fall bei Saturn-Einfluss. Das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Hier bewegt sich auch die absteigende Mondknoten, nicht nur jetzt im heutigen Tag, sondern ziemlich lang, ganzes Jahr und Jahr 2020 immer noch im Schütze. Und das zeigt alten karmischen Themen. Und Saturn ist exakt auf diesem Knoten. Pluto nähert sich und erreicht Juni auch diese Knoten. Pluto ist aber schon im Wirkungsbereich. Es handelt sich um Vergangenheit, aber auch karmischen Themen. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben, das kommt jetzt in Vorschein. Und dazu natürlich die Schütze-Energie. Das sind unsere Glaubensrichtungen oder Bewegung, Reisen, Auslandskontakte oder Spiritualität. Da brauchen wir jetzt Neuorientierung. Mond wird heute diese absteigende Mondknoten erreichen. Und hier in diesem absteigenden Mondknoten wirkt nun Ki. Also Mond nähert sich, Mond ist noch in Skorpion, aber nähert sich zum Schütze, wird auch erreichen diese Mondknoten. Und dieser Mondknoten wird von Stern nun Ki bestrahlt. Natürlich hat ein Einfluss auch für Saturn und auch für Pluto. Nun Ki kommt von Sumerischen. Die Sumerer haben Nun Ki verehrt als einen heiligen Ort. Die Babylonier haben das übernommen und sie haben sogar gesagt, hier ist die göttliche Mutter und eine Schöpfungsgeschichte ist mit diesem Stern verbunden, aber die ursprüngliche Beschreibung von Sumere bedeutet einen heiligen Ort. Und weil Mond aktiviert diesen Platz und Saturn und Pluto wirkt hier auch, würde ich sagen, das ist in den Tagen wichtig oder hilft uns, ein Ort aussuchen, was für uns heilig ist oder wo wir ein gutes Gefühl haben, was uns auch beruhigt. Stier gehört zum Erdeelement. Erdeelement zeigt Realität, Bodenständigkeit, steht auch mit Materie in Verbindung, entweder etwas im Besitz nehmen oder um das Besitz kümmern, gehört dazu natürlich auch die Finanzen, aber nicht festhalten wollen. Und hier im Stier bewegt sich Sonne und ab heute auch Merkur. Sonne ist die Monatsthema und das heißt, wie wichtig das ist, um die Finanzen kümmern, aber auch die Natur ist auch sehr wichtig, Gartenarbeit oder bis heraus auf die Natur, Spaziergänge machen. Merkur bewegt sich jetzt auch hier im Stier, hat auch mit Finanzen oder mit Besitz was zu tun. Und das kann auch Verträgen sein oder Gesprächen diesbezüglich. Wassermann gehört zum Luftelement. Hier bewegt sich immer noch Neptun. Neptun ist der Gott des Meeres, Poseidon. Und so wie ein Meer ist schwierig zum Ergründen oder ist es auch schwierig in die Tiefe zu schauen, es ist gar nicht einfach, diese Neptun-Energie zu beschreiben. Das hat mit unserem Träumen was zu tun. Das hat mit unserem Gefühlszustände was zu tun. Auch mit unserem Sehnsüchte, aber auch unserem Fantasie. Die Träume zum Leben.
Und wenn wir diese Seite Neptun betrachten und wir glauben an unsere Träume, an unsere Visionen, dann ist Neptun natürlich hervorragend. Aber es wird oft missbraucht, diese Neptun-Energie. Weil kann passieren, dass uns jemand etwas traumhaft schön erzählt, fantasievoll, entspricht aber nicht die Wahrheit. Dann fühlen wir uns natürlich enttäuscht und in dem Sinne kann Neptun auch ein bisschen betrügerisch wirken. Und Wassermann gibt auch die Ideen dazu. Die Fantasie ist grenzenlos. Also immer ein bisschen aufpassen und eher auf diese schöne Seite des Neptun wahrnehmen, unseren Träume achten, etwas visualisieren, daran zum Glauben. Dann kann das auch Realität werden, vorausgesetzt ist, dass wir das wirklich glauben und realistisch ist. Die Tierkreiszeichen Zwilling gehört auch zum Luftelement. Hier bewegt sich Mars und das zeigt unsere Kraft. Und da brauchen wir mehr diese Leichtigkeit oder wichtig etwas spielerisch betrachten oder von etwas befreien, auch von Ängsten, was uns bedrückt und hindert. Mars ist männliche Energie, also zeigt auch die Männer. Und hier ist einiges in Bewegung und wirkt auch die aufsteigende Mondknoten Rahu. Rahu ist der Drachenkopf und das ist ein Bereich, was man die Seele sucht. Die Suche nach etwas. Aber man kann das nicht genau sagen. Oft ist es so. Oft ist es so, dass man das nicht definieren kann. Was ist das genau? Aber dieses Bedürfnis ist da. Und das, was die Männer gerade verspüren, natürlich bei Zwillingsenergie kann das sein, dass sie hüpfen von einer Blume zu den anderen. Und das heißt jetzt nicht fremdgehen, sondern sie verspüren, ah, das muss noch was da sein. Ich suche etwas, aber ich kann das nicht formulieren, was das genau ist. Und dann ist aber diese Bewegung da, dieser Impuls da und das setzt auch etwas in Bewegung und das ist auch die inneren Unruhe. Sie verspüren einen gewissen inneren Unruhe. Aber wenn sie zur Ruhe kommen und darüber meditieren, was sucht die Seele, was braucht die Seele gerade? Ein Platz im Leben oder eine Aufgabe oder die Berufung oder eine feste Partnerschaft. Jeder Mensch braucht etwas, wo diese Bestätigung da ist, wo man sich entfalten kann. Und hier ist wichtig, erstmal zum Ruhe kommen, nachdenklich zu sein, diesen Kopf einschalten, Gedanken machen, klaren Gedanken, was ist das genau? Und dann in diese Richtung bewegen, braucht man dazu diese Orientierung. Skorpion gehört zum Wasserelement und das hat mit Gefühlen was zu tun. Hier bewegt sich Jupiter, ist gerade rückläufig, hat oft mit Vergangenheit oder mit karmischen Themen was zu tun. Jupiter steht auch zum Gerechtigkeit, aber öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeit. Und das ist hier bei Skorpion auch mit Gefühlen verbunden. Enttäuschungen oder Wut kann das natürlich auch auslösen. Bis hier Glück kommt und Bewegung, dann müssen wir noch warten, bis Jupiter die Richtung ändert und verabschiedet von dieser Rückläufigkeit und bewegt sich direktläufig. Hier ist auch Mond und Mond bewegt sich gerade im Mondhaus Anuradha. Und dieser Mondhaus Anuradha bringt Glück. Die indischen Astrologen sagen, das heißt auf Elefanten reiten. Und Elefant ist erstens ein Glückssymbol, zweitens zeigt Wohlstand. Und dieser Glücksgefühl, das was Mond gerade auch vermittelt. Dieser Mondhaus Anuradha wird von Akrab bestrahlt und dieser Stamm befindet sich in Skorpion oberhalb von Auge. Und die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge, hat mit Hellsichtigkeit, mit Spiritualität was zu tun.
Und diese Akrab steht mit Mond in Verbindung, aktiviert diese Wahrnehmung. In Skorpion bewegt sich auch unserem Planet Erde und hier manifestiert sich etwas. Vorausgesetzt ist wieder, dass wir auf unseren Gefühlen achten. Hier im Wasserelement haben wir mit Gefühlen was zu tun. Verabschieden von negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und Wut und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit und natürlich Liebe. Das ist die schöpferische Energie und dann kann sich etwas manifestieren. Was? Das, was wir vorstellen. Dann können wir unseren Träumen leben und Merkur, Sonne, Merkur handelt auch. Hier im Besitz nehmen, Stier zeigt es auch, wie wichtig das ist in unserem Leben, wertvolle Dinge im Besitz zu nehmen. Jetzt die Verbindungen. Merkur nähert sich zur Sonne und das bedeutet, kommt immer mehr Klarheit und die Wahrheit kommt ins Licht. Mars und Mond steht in Verbindung, Mond, Mars, Verbindung, und diese Verbindung nennt man Quinkungsaspekt. Und als Beispiel erzähle ich das immer wieder mit diesem Pendel. Stellt euch vor, ein Pendel ist unbeweglich und jemand fragt, ihr sollt sagen, in welche Richtung wird diese Pendel bewegen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht überhaupt nichts. Wir wissen das nicht. Und genau das entspricht den Gefühlen der Männer heute. Soll ich nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung soll ich mich orientieren. Wie fühle ich mich heute? Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Das löst diese Verbindung bei Männern aus. Immerhin Mars ist diese männliche Energie. Oder bei uns Frauen, wenn uns für etwas einsetzen sollen oder Kraft zeigen. Das ist auch diese Unsicherheit, vielleicht sogar Kraftlosigkeit. Ist das richtig, ist das nicht? Vielleicht verletze ich die andere, das will ich eigentlich nicht. Oh, ich weiß es nicht. Genau dieses Gefühl entsteht. Mond steht in Verbindung zum Mutter und Mars ist männlich. Das kann auch Mutter-Sohn Verbindung sein, wo hier eine gewisse vielleicht Aspekt löst, eine gewisse Unsicherheit aus. Jupiter und Pluto steht in einer guten Verbindung, kommt eine gewisse Unterstützung von Nähe und das kann in einer rechtlichen Lage sein. In die Mitte ist die tibetischen Astrologie-Symbolen. Nach außen ist die Energie, was wichtig ist, was wir heute im heutigen Tag erleben. Das ist die Erde-Element und Holz-Element. Das ist Sicherheit, Stabilität, Struktur, ein Neubeginn, ein langsames Wachstum oder etwas befestigen, aber nicht festhalten. Die Zahl 5 und die römischen 5. bedeutet beides, auch etwas beenden, zum Ende bringen, aber nicht ausruhen, sondern weitermachen oder etwas Neues beginnen. Zahl 5 steht auch dafür, dass Einflüsse kommen von außen. Das kann unterstützend sein, das kann auch störend sein. Das beobachten, damit umgehen, das in Ordnung bringen. Hier entsteht die Erde-Drache. Und das sind die Jahrgänge von 1928 und 1988. Sie stehen mit dem heutigen Tagesenergie im Einklang. Und das bedeutet Öffentlichkeit, Kraft, Mut zeigen und auch eine blühende Fantasie, tolle Ideen. Das ist die Lebensbühne. Es ist wichtig, in den Mittelpunkt zu sein,
eine tolle Ausstrahlung, eine elegante Auftreten und trotzdem etwas geheimnisvoll. Die Zahlen, die Glückszahl ist die Zahl 9 im Feuerelement und das bedeutet, wenn wir an unseren eigenen Grenzen stoßen oder versucht uns jemand Grenzen setzen, nicht aufgeben, sondern weitermachen und Kraft zu zeigen, Mut zu zeigen. Die Fokus ist die Zahl 3 im Wasserelement, auf unseren Gefühlen achten, im inneren Gleichgewicht bleiben und dieser inneren Kraft und Überzeugungskraft damit etwas in Bewegung setzen und vertrauen, das Fluss des Lebens. Schicksalszahl ist die Zahl 6 im Metallelement. Vergangenheit bereinigen, einiges loslassen, etwas klären. In tibetischer Astrologie gibt auch Yijing-Symbol, das wurde auch von Chinesischen übernommen, dieses uraltes Wissen. Yijing bedeutet Wandlung, die heutige Yijing-Symbol, und das entspricht auch die Tagesenergie, die Unterordnung, und das heißt, in manchen Situationen ist besser, wenn wir nachgeben und sagen, gut, ich kann mich unterordnen. In anderen Fällen aber Kraft zeigen und sagen, ich unterordne mich nicht, sondern ich stehe zu mir selbst und zeige ich Kraft und Mut. Und das war die heutige Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihren Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.